So, guten Morgen zusammen. Ja, nächste Tour, heute wieder Sonntag. Ja, es ist eher frisch hier draußen. Wir haben so um die 4 Grad. Aber insofern schön, weil fast keiner unterwegs ist. Es hat auch schon ein bisschen genieselt hier draußen. Und ja, der Flo und ich, wir sind wieder auf dem Weg und marschieren nach oben. Ja, heute haben wir uns vorgenommen, einmal ein bisschen zu kochen. Wir haben heute eine kleine Pfanne mit dabei und ja, so ein Pfannengericht, das haben wir noch nie benutzt. Das werden wir heute mal ausprobieren, wie das schmeckt und wie wir mit dem Kochen klarkommen. Kommt mit! So, der Florian ist schon beim Einheizen von unserem Hoboofen. Ja, Hobo brennt. Dann schauen wir mal oben rein. Ja, genau, wir haben heute halt als Zunder zum Anzünden ein Wattepad dabei. Haben wir ja vom Carlos lernen dürfen. Eine wunderbare Geschichte. Ein Wattepad halbseitig in Wachs eingetaucht bzw. ein bisschen Wachs drauf geträufelt. Bewährt sich gerade für ein Hobo immer wieder hervorragend. Und ja, jetzt geht es dann gleich los mit dem Kochen. So, jetzt haben wir da eine Brombeerranke und die tun wir außen ein bisschen abhobeln mit dem Messer. Und diese Rinde praktisch, Art Rinde, die verwenden wir dann als Tee, mischen das nur mit Fichtennadeln, dann haben wir da einen wunderbaren Tee in der Summe. Genau. So, das wird heute unser Essen. Wir haben einmal so ja, Nudeln hier, so eine Fertigpackung, gebratene Nudeln, Magic Asia. Ja, haben wir beim Sake in den Videos mal gesehen und ist mir jetzt einmal im Supermarkt untergekommen. Praktisch natürlich und ja, schauen wir mal, wie es schmeckt. Zumindest steht schon mal vorne drauf, ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Ja, wir testen das jetzt einfach mal. Unser Asia-Nudeltopf köchelt jetzt schön vor sich hin. Das lässt man so 5 Minuten schön durchköcheln. Dann sind die Nudeln fertig und dann werden wir mal eine Geschmacksprobe machen. So, unser Fichtennadel-Brombeerrinden-Rankentee ist fertig. Der ist jetzt richtig schön durchgezogen. Und pünktlich zum Essen jetzt kommt die Sonne langsam ein bisschen durch. Das ist ja richtig toll. So. Mittagessen gibt's. Ja, unser Asia-Nudel-Eintopf ist jetzt soweit fertig. Und jetzt werden wir mal testen. Sind wir ja schon gespannt wie sonst was, gell? Lass du gleich mal anfangen, Flo. Mach gleich mal einen Test. Pure Begeisterung, oder? Ja. Geht's, oder? Richtig gut, aber noch ziemlich heiß. Ah, okay, noch ziemlich heiß, aber vom Geschmack her geht's. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Ja, wirklich gut, gell? Mhm. Richtig gut würzig vor allem. Mhm. Ja, besser als gedacht. Es ist ja richtig gut, das Ganze.
hat eine richtig gute Würze, gut scharf. Nudeln schmecken auch sehr gut. Ein bisschen Gemüse noch drin. Die Pilze haben wir rausgeschmissen, da waren ein paar so schwarze Teile drin. Das war mir zu undefinierbar, die habe ich lieber rausgenommen. Aber der Rest, ja, richtig gut. Ja. Kann man die wunderbar innen ein bisschen rauswischen. Und unten machen wir es auch gleich selber. So, sind die Spoons wieder sauber, Flo? Mhm. Okay, klasse. Für den nächsten Einsatz gewappnet, oder? Ja. So, war eine schöne Tour heute. Bei eher kaltem Wetter sind wir losmarschiert. Inzwischen kommt immer wieder die Sonne raus. Und ja, war eine interessante Erfahrung mit diesen Asianudeln. Die haben uns wirklich recht begeistert. Waren vom Geschmack einwandfrei. Und ja, wir werden jetzt öfters da mal so ein Tütchen mitnehmen. Werden es nicht übertreiben, aber ab und zu mal. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Viel Spaß in der Natur. Und bis zum nächsten Video. Ciao.